Hallo bei Hackers at Home, der Guide beim Magdebachbier. So, wir sind dosseweit, die sind zeitig, Tor sind zu lang, sie stressen an euch und du, die Leute, die probieren selber rauszufinden, wie es geht. Oh mein Gott, ich komme nicht zu helfen. Ich finde es mal, was ich da dafür will aufhängen, die einfachste Lösung, alle ein Glas zu rasieren. Aber du hast ein Problem, denn das ist wirklich aufhängig von der Kopfhaut. Ne? Also, kein Hoher, das geht in den Monster Leute. Dafür brauche ich wirklich die optimale Kopfhaut, für die wenig Leute tun. Und da kommen wir nach Gesichtssicht dabei. Filigranität oder nicht. Ein Glatz, das geht bei keinem. Was jeder gesagt hat, ist wie Vollidiot. Wir wollen nicht das Militär, wir machen das wie richtige Scherenkofferin. Und zwar technisch. Also, Haircuts at Home. Mit was fängt man an? So, wir fangen mit Urwen an. Lasst froh, wie kurz will der gern Tor schneiden? Also, die froh, die beantwortet sich ganz einfach. Und zwar, wenn das nicht wisst, dann überlegt zurück, wie lange das ungefähr hier aus dieser Tor schneiden gelöst wird. Er hoher, falls er hoher los wissen, wissen sie 1,2 ungefähr. 1,2 Zentimeter pro Monat. Wenn sie ein bisschen mehr schnell wissen, das sind ungefähr 1,5. Also kann jeder ein bisschen zurückrechnen, wie viel Zentimeter er soll schneiden. Voilà. Wenn wir nur so, okay, das ist mein Tier, ich will gerne schneiden 1,5 Zentimeter, das ist exakt ungefähr, schneid vielleicht nicht zu viel Wäsche, die könnten nicht nur schneiden, die dauert Zeit von der Welt. So, also Nummer 1, wir kommen Tor nur 4. Mit einem ganz normalen Kamm, mit dem heute Schaub da. Kam der Tor noch 4, dann lass Nummer 1, dann lass Nummer 2, kam da los der Heil an der Mitte, soll der Guide entstehen. Kam da noch links, noch jetzt, auch noch links. Dann kommt Nummer 3, und dann holt er die Heute an die Lut, anhält er sie an. Und dann wird geschnitten. Aber, aufgepasst, das geht just, guckt ein Kahai, das geht halt den Punkt über dem Ohr, den höchsten Punkt, bis vier hinein just. Den halten, den machen wir mich spät, wenn Stift lohnt nicht abhaken. So, von dir, lo, wir waren lo, also ich Nummer 1 noch 4, dann Nummer 2 noch links noch jetzt, weil dann noch so ein halbes Blut. Falls es Schwierigkeiten hat, für sie so einen Flut zu kriegen, dann kann ich sie auf die Seite kommen, weder nur rechts oder nur links. Und dann kann ich sich die ganz einfach hinschwellen und dann schneide ich den Teil weg, den ich heisch aus. Hier in der Mitte mal geschnitten, da war der Guide. Das ist das, was wir noch gemacht haben. Ergo hast du ein Loch. Voilà. Das möchte ich ganz einfach. Bei mir dann halt die Maschung, nur halt ein Loch, und halt ist mir heisch. Da schneiden wir just da der Wäsch, was mehr heisch als wie mit. Voilà. Und dann schneiden wir das Wäsch, was mehr heisch als wie mit. Die Hohe, die holen wir mal auf Zeit, nur 4. Und dann halt an Aufstand von 1 cm bis 1,5 cm wiederholen wir das, bis das mal halt ankommt. Voilà. Dann haben wir Tor gekürzt. Voilà, dann kommen wir zurück in die Riva. Und wir kontrollieren das ganz. Ich mache einen kleinen Fehler, halt so ein Schwuppe mal hoher. Da können wir nur gucken, ob du noch hoher mehr heisch sind wie die anderen. Natürlich, wenn die Erfangen krumm haben, dann geht auch er nicht krumm. Die müssen schon Erfangen Ried halten. So, dann lass es bloß weg, für den Teil, wo man nicht so berühren, zu machen. Dazu gibt es eine Erklärung. Und zwar, wenn wir nur dem heutigen Punkt Tor zu kurz schneiden, da stehen sie an der Lut. Die müssen lang genug sein, wir können Ruf zu fallen. Das ist ein typischer Aufhängerfehler von Koffern. Von der Hand hoher an der Lut stehen wird, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Also, wir haben geschafft, von da bis den heutigen Punkt.
Lücken daheim, für sicher zu sehen, dass es nicht zu kurz zeigt, können sie einfach die Linie, die Riedverlauf ist, können daheim grob setzen. So, nachdem das mal beim Guide angekommen sind, kann man auf 1 cm bis 1,5 cm und dann schneiden wir. Hier ist wichtig, die Hände nicht so zu halten wie ich hier halte. Das ist ein bisschen ein Winkel, den er reißen kann. Weil das ein Merit hat, was wahrscheinlich geht, zu mehr größer ist, dass sie dann hier zu kurz sind, anders stehen sie hier reißen. Das will man nicht. Also, zack. So, nun haben wir hier oben geschnitten, Seiten haben wir auch mit einem Winkel hier dran geschnitten. Ne? Hier haben wir einen Winkel dran, mit überall einen Winkel. Wie noch hier haben wir einen kleinen Winkel, da drinnen schaffen wir hier noch mit der Tarnung. Aber hier oben sind wir Ried. Ne? Was muss man da machen? Wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Also, holen wir hier raus, zack, zack. Hannen mal das tut er nicht. Das ist für hier oben. Das ist für mich spät. Wir haben Blumen noch mehr simpel. Das war den Hannen noch kommen. Nun haben wir hier überall hier einen Winkel dran geschnitten. Und hier ist es Ried. Und dann ist es halt aufgeräumt. Genauso soll das ausgesehen. Weil das, was der Luna könnt machen, wenn er richtig Koffer schwer hat, könnt ihr sie halt an die Lut heben. Und dann, wenn der Tor recht ist, einfach schief dran, für sie zu versetzen. Boah, das muss auch nicht vielleicht sein, dass ein Detail mehr oder so, wo ihr könnt machen. Was machen, wenn er kein richtig schwer hat, für das dort zu machen? Ich bin schon mit allem hier geschehen. Egal was Schabes kann das machen. Boah, ich schaue nicht nur nicht immer eine extra Tour zu machen, aber das ist ja inzwischen ein Scheuer. Mit allem Scheuer kann ich das gut machen, das ist relativ simpel. Außer Tour, die sind zu kurz. Dafür, da kommen wir weiter am Kur, da gehen wir dann auch nach Kuren mit der Tondes natürlich. So, ich wünsche dir viel Spaß, stay tuned, bis die nächste Lektion. Mach du Barbier, Herr Kanzler Tom.